Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fall of Porcupine. Wir haben das letzte Mal aufgehört und haben in der letzten Folge eine unerwartete Barschlägerei erlebt. Das war ziemlich actionreich, um das mal so auszudrücken. Wir wollten jetzt in die Einkaufsstraße gehen und mal mit Pina reden, weil das haben wir bisher noch gar nicht getan, also schon. Aber wir haben ihr noch nicht davon erzählt, von unserer Tragödie, wie uns unsere Blume kaputt gegangen ist. Wait, ich kann ja nicht lang gehen. Warum nicht? Warum darf ich da nicht lang? Habe ich jetzt komplettes Stadtverbot erhalten oder wie sieht das aus? Das ist ja fragwürdig. Hier können wir aber lang. Oh. Hat irgendwie die Einkaufsstraße oder so geschlossen? Das ist irgendwie so ein Ding. Würde mich auf jeden Fall wundern. Naja, ich... Oh. Seit meinem Ausflug zu den Andenkenfiguren sehe ich den Panebelwald mit anderen Augen. Ja. Der war schon ein bisschen creepy teilweise. Warum kommen wir jetzt nicht in die Einkaufsstraße? Das verwundert mich ein bisschen. Das ist fragwürdig. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, ob wir hier überhaupt schon mal waren, aber ja, klar. In keiner Welt gehe ich da jetzt rein. Ja, wäre auch eine schlechte Idee. Schon beim Gedanken an Alkohol kommt mir die Galle hoch. Ganz abgesehen davon, was Giuliano gestern wegen uns durchmachen musste. Raufereien sind bestimmt nichts Neues für ihn. Trotzdem echt unangenehm. Ja, finde ich auch. War nicht so eine coole Aktion von uns. Aber ja, was soll man sagen? Ich hoffe, du hast die Rauferei gestern nicht mit angesehen. Und ob ich das habe. Ach Gott, wir reden wieder mit uns selber. Aber machen Sie sich nicht allzu große Gedanken. Solche Eskapaden gab es hier in den letzten Jahrhunderten zur Genüge. Sie machen sich keine Vorstellung. Morgen ist Winterschlaffest. Dein großer Tag, nicht? Achso, oh Gott, ich weiß immer nicht, wer spricht. Ja, mein großer Tag, einer von vielen. Freust du dich nicht, dass du endlich wieder Wasser bekommst? Oh doch, durchaus. Ich fühle mich so schmutzig wie schon lange nicht mehr. Ein Schmutz, der sich nicht vom Regen reinigen lässt. Sie verstehen. Ich, denke schon. Wir sehen uns dann morgen. Ich hoffe... ich freue mich schon und hoffe, es hört bis dahin auf zu regnen. Tüdelü. Ich weiß halt wirklich immer nicht, wer dann gemeint ist, wenn man so mit Objekten spricht. Hallöchen. Wie sieht's mit dem Brunnen aus? Kriegen Sie ihn bis morgen zum Winterschlaffest wieder fit? Was denkst du denn? Wir kriegen alles wieder fit. Diese alten Rohre sind aber wirklich über das Verfallsdatum gelaufen. Die sollte man eigentlich mal richtig durchspülen oder am besten austauschen. Aber das soll nicht meine Sorge sein. Ich befürchte, dass da morgen irgendwas passieren wird. Aber ich wusste gar nicht, morgen ist anscheinend das Winterschlaffest. Klingt interessant, sollten wir definitiv mal auschecken. Ist bestimmt eine große Veranstaltung dieser Stadt. Da sehen wir vielleicht mal alle Bürger von Porcupine an einer Stelle versammelt. Ich verstehe nicht ganz, warum der Kaffee-Van hier nur abends Kaffee verkauft. Also sollte man das nicht normalerweise morgens tun oder so? Also, zumindest kommt es mir so vor. Aber na gut. Es geht wieder zur Arbeit im St. Ursula. Wo ich ja eigentlich mal mit Pina reden wollte. Gibt es eigentlich was Neues zum Thema Eintrag über irgendeine Person? Nö, ne? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Nachrichten? Mia ist online. Ach ne, das war eine neue Nachricht. Nö. Ist eigentlich keine neue. Nicht sehr viel los auf dem Handy. Wir haben es eigentlich nur noch für die Aufgaben im Krankenhaus. Normalerweise würde man da, glaube ich, aber eigentlich auch ein Arbeitshandy bekommen, oder nicht? Also ich glaube nicht, dass man das auf dem privaten Handy irgendwie haben müsste. Oh. Heute beneide ich dich um die Kapuze. Ich vermag ja stets zu sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte... Oh mein Gott. Ich habe letztens gerade gesagt... Schade, dass der deutsche Spruch nicht gefallen ist und wir haben es. Da ist es.
Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Das sehe ich etwas anders. Vielleicht ändert sich das ja mit dem Alter noch. Hast du den Absturz der Trümmer gesehen, gestern mitbekommen? In der Tat, ich wusste gerade aus meinem tiefen Gedanken gerissen. Ein lauter Knall und schon war ich wieder in den irdischen Sphären. Welcher Gedanke war es? Es ging um eine Sinnesfrage. Neben mir gibt es noch etliche Statuen auf dieser Welt. Überall verstreut. Da kam mir der Gedanke, wenn ich eine Statue wäre, die in einem Gebäude aus Stein steht, wäre das absurd. Würde ich mich dort wohlfühlen? Eine Statue aus Stein ummauert von Steinen. Wie auch immer. Ich bin froh, dass du die Trümmer schnell weggeschafft worden sind. Der Anblick hat mich zutiefst bedrückt. Ja, immer diese Selbstgespräche. Nee, die reden bestimmt wirklich. Das ist nicht Finlay. Alles gut. Nee, aber der Gedanke darum, ich meine, als Steinstatue in einem Steingebäude ist wirklich komisch. Das wäre ja, als wenn man sagen würde, ja, als Mensch in einem Gebäude aus Haut oder so. Das ist nicht so eine geile Vorstellung. Der alte Herr wieder. Herr Armani, wollen Sie nicht reingehen? Sie werden hier noch ganz nass. Nein, lass mich in Ruhe, Bengel. Ich gehe doch nicht wieder rein. Hier arbeiten nur mordende, schlachtende Unholde, die an meinem Geld wollen. Hm. Ah, deine Entscheidung. Das juckt mich eh nicht. Ich mag den alten Kerl eh nicht so. Ich weiß nicht, wer ihn verletzt hat. So. Ab auf die Arbeit. Morgen, Kleiner. Guten Morgen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er gut ist. Ich soll dir etwas ausrichten. Dr. Theobald möchte dich in seinem Büro sprechen. Und zwar noch vor seiner Schicht. Er sah nicht besonders glücklich aus. Was? Wieso? Das wird er dir schon gleich selbst sagen. Viel Glück, Kleiner. Oh no. Ich hoffe nicht, dass es um die Barschlägerei ging. Oh, das wäre nicht so nützlich. Wir nehmen mal den Fahrstuhl heute. Auch wenn ich immer noch Angst habe, dass wir drin stecken bleiben. Aber hey, warum nicht? Oh Gott, oh Gott. Zu Dr. Theobald höchstpersönlich also, ne? Ach, war der im ersten Stock? Huh. Die Tür ist abgeschlossen. Herr Heidrich ist wohl nicht da. Dann war er tatsächlich im ersten Stock. Hat sich absolut nicht gelohnt, den Fahrstuhl zu nutzen. Oh Gott. Oh, okay. Oh, nee, warte, das ist doch kein gutes Zeichen. Ich wollte gerade sagen, andere sind auch da, aber das sind genau die zwei Leute, mit denen wir in der Bar waren. Mia und Karl, was ist hier los? Oh, da sind sie ja, Finlay. Mia? Karl? Danke, dass Sie gekommen sind. Wir haben alle viel zu tun, darum komme ich gleich zur Sache. Uns ist zu Ohren gekommen, was gestern Abend vorgefallen ist. Karl hat sich nur verteidigt. Das war eine Privatangelegenheit. Da sehen wir uns leider etwas anders. Private Angelegenheiten können Sie auch auf Ihren Beruf auswirken. Aber Dr. Theobald, Sie waren nicht dabei. Ich lasse doch diesen Mist nicht auf mir sitzen, nur weil diese Bude hier auseinanderfällt. Es reicht. Ich habe mich bereits an diesem Morgen mit Doktorin Krukowski und Herrn Heidrich ausgetauscht. Ich tue das nicht gerne, aber unter den derzeitigen Umständen muss ich Konsequenzen ziehen. Karl, Sie sind bis aufs Weitere beurlaubt. Bitte was? Ein bisschen Freiraum sollte Ihnen gut tun. Aber... Nun zu Ihnen, Mia und Finlay. Ich spreche Ihnen ebenfalls eine Verwarnung aus. Diese wird in Ihren Akten vermerkt. Wie bitte? Aber... Ich habe mir mehr von Ihnen zwei erhofft. Noch am selben Tag hatten wir ausdrücklich darum gebeten, den Ball flach zu halten. Nähren Sie etwas daraus für die Zukunft und für uns alle. Ich bitte Sie, ich möchte nicht gegen Sie arbeiten. Aber als Chefarzt hafte ich auf für die Auffälligkeiten meiner Belegschaft. Und wenn Sie sich, wenn sich eine oder mehrere Personen daneben benehmen, dann fällt das auf uns alle zurück. Hm. Und jetzt gehen Sie bitte zurück an die Arbeit. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Hm. Ja, das klingt ja nicht sehr toll, ne? Ich weiß nicht. Eigentlich war es ja wirklich eine Privatangelegenheit.
Ich weiß nicht, ob man... Ja, doch, ja klar. Die Arbeit kann sich in dem Fall einmischen, aber trotzdem. Finde ich frech. Vor allem, weil wir nicht mal diejenigen waren, die sich geschlagen haben. Das ist so unfair. Ja, das ist wohl wahr. Karl, ich... Schon gut, Kleiner. Das war eine Dummbatz-Aktion. Ist mir schon klar. Vielleicht tut mir der Kurzurlaub mal ganz gut, um runterzukommen. Um über ein paar Dinge nachzudenken. Tut mir leid, dass ihr damit reingezogen wurdet. Ich finde, du hast nichts falsch gemacht. Das ist manchmal auch egal. Ich werde mich direkt verdrücken. Vielleicht gehe ich mal richtig ausgiebig frühstücken. Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr. Aber kannst du mir einen Gefallen tun? Klar, was denn? Hab ein Auge auf unsere Station, ja? Wir sind eh schon zu wenige. Tut mir leid, dass ich jetzt die Last noch mehr auf eure Schultern verteile. Das wird schon gehen. Und dann kommst du super ausgeschlafen wieder zurück. Machen wir so. Ich melde mich später mal bei dir. Gerne. Ja, ist halt blöd, ne, dass das jetzt aufgrund dieser Umstände auf uns zurückgefallen ist. Aber tatsächlich für Karl jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm. Also, der hat es eigentlich gar nicht so schlimm abbekommen, wie man jetzt erwarten würde. Ich habe halt wirklich gedacht, der wird jetzt einfach direkt gefeuert. Aber beurlaubt ist ja jetzt, sage ich mal, auch nicht so toll. Aber wenigstens darf er dann danach wieder arbeiten gehen. Also, Urlaub klingt jetzt vielleicht für manche sogar ganz, ganz nett, aber nicht unter diesen Umständen. Und die Verwarnung in der Akte ist, glaube ich, auch nicht allzu schön. Die kann man auf jeden Fall nicht mehr positiver Hand vorzeigen. Ist Doktorin Krokowski gar nicht da? Klar, sie ist doch so gut wie immer hier. Sie ist im Pausenraum. Doktorin Krokowski verkriecht sich im Moment häufiger. Ich glaube, sie hat viel im Kopf. Danke dir. Ich gehe mal zu ihr und beginne meine Schicht. Ja, mach das mal. Wo wart ihr überhaupt? Ich bin schon den ganzen Morgen hier am Rotieren. Wir hatten ein Gespräch mit Dr. Theobald. Wir müssen wohl erstmal für eine Weile auf Karl verzichten. Bitte was? Ist er etwa gefeuert worden? Nein, nein, aber er fällt ein paar Tage aus. Na tolle Wurst. Das hat mir gerade noch gefehlt. Dann verquatsche ich mal nicht noch mehr Zeit und mache mich an die Arbeit. Okay, bis später. Wo war denn nochmal Doktorin Krokowski? Wahrscheinlich im Pausenraum, ne? Würde ich jetzt einfach mal von ausgehen, dass sie sich dort befindet. Ja, ich glaube, das ist in solchen Berufen auch wirklich schwierig, wenn du dann, wenn da mal eine Fachkraft fehlt. Aber genau dafür gibt es ja eigentlich auch so Fachkräfte, die man dann mieten kann, soweit ich weiß. Die dann einspringen. Doktorin Krokowski, Sie glauben nicht, was Dr. Theobald gesagt hat. Sie meinen, dass Karl beurlaubt wurde? Ja, genau. Woher wissen Sie das? Ich bin davon ausgegangen, dass das Gespräch so enden würde. Das Thema kam heute Morgen im Orga-Gespräch auf. Mir wurde auch von dem Vorfall mit dem Gilberts berichtet. Es war offensichtlich, dass der Vorfall nicht konsequenzfrei bleiben kann. Nicht in diesen Tagen. Doktorin Krokowski, ich muss das erklären. Sie müssen nichts erklären. Sie wissen ganz genau, wie ich darüber denke. Und Sie wissen auch, wie unüberlegt die Aktion in unserer jetzigen Situation war. Aber ich verstehe Sie. Und glauben Sie mir, jede Person hier kann das nachvollziehen. Den Frust, die kurze Zündschnur, die dünne Haut, alles nachvollziehbar. Ich befürworte dennoch die Entscheidung von Dr. Theobald. Es ist nicht die richtige Zeit, sich auf solche Provokationen einzulassen. Karl ist ein guter Pfleger, der Beste, den wir haben. Umso wichtiger ist es, dass wir Karls Ausfall konzipieren? Konzentrieren Sie sich und machen Sie ordentliche Arbeit. Ich werde mir Mühe geben, kann die Entscheidung nicht akzeptieren. Na, ich werde mir Mühe geben. Danke, Finlay. Das ist eine erneute Chance für Sie, mir zu zeigen, was Sie drauf haben. Ich wünsche Ihnen eine gute Schicht. Uiuiui, jetzt gibt es bestimmt mehr zu tun am Tag, richtig? Jetzt gibt es bestimmt ein paar mehr Dinge zu tun. Daten aktualisiert. Ach nee, das geht ja. Aber neuen Patienten dazu bekommen. So wie es aussieht, eine Fledermaus. Auch cool. Okay. Wir gehen erstmal zu den Zwillingen. Die sind immer am nervigsten. Ich bin froh, wenn wir die zuerst aus dem Weg schaffen. Also, das hört sich so an, als wenn ich die töten will. Nein, ich meine, ja, dass wir das halt als erstes erledigen. Aber es ist nur noch einer von denen da. Nevermind.
Na, ihr beiden, wie ist die Lage? Mir geht's super, Doc. Ich kann's kaum erwarten, hier rauszukommen. Ja. Aber ich gehe nicht ohne Olli. Das kann ich verstehen, Rudi. Aber halte ein bisschen Abstand, okay? Olli braucht immer noch Ruhe. Na klar, Doc. Wie geht's dir denn, Olli? Es geht schon. Ich konnte heute Nacht sogar ein paar Stunden schlafen. Kann ich heute gehen? Ich will mit meinem Bruder... Mach ganz ruhig, Olli. Ich checke erstmal deine Werte, okay? Ja. Ja, ich glaube, dem geht's nicht so gut. Will ich einfach mal meinen... Oh nein, nicht das Tablettending. Nicht das Tablettending. Alles nicht... Alles außer das Tablettending. Man merkt, dass ich nicht so Fan von dem Minigame bin, oder? Da kommen vor allem immer mehr dazu. Okay, lass mich mal drüber nachdenken. Hier würden wir zweimal rot, minus einmal gelb. Wir brauchen aber plus gelb. Oh Gott, oh Gott. Jetzt geht's ja aber los. Machen wir das mal. Nee, das war komplett falsch. Was mache ich denn hier? Machen wir die nochmal weg. Ich fange nochmal von vorne an. Also wir könnten ja das schon mal machen. Dann ist grün schon mal voll. Das ist gut. Dann müssten wir am besten pink loswerden. Machen wir hier blau. Müssen wir irgendwie nochmal gelb dazu bekommen. Hä, ja, war doch mega easy. Hä? Warum war das jetzt so leicht? Ich hoffe, wir kriegen eine gute Note dafür. Warum nur B? Wir haben doch perfekt 4 Stück. Wir haben 4 Stück und das war blitzschnell. Das war eine super Behandlung. Und? Was sagen Sie, Doc? Ist Olli wieder gesund? Noch nicht ganz. Oh. Aber auch bei dir haben wir die Bakterien jetzt unter Kontrolle. Ab jetzt wird es dir schnell besser gehen. Puh. Wirklich? Ja! Ollinator! Gewinnt einfach mal so den Shigellenkampf in Runde 2. Ja, gute Arbeit, Olli. Rudi, du solltest besser schon nach Hause gehen. Gönne deinem Bruder noch einen Tag Ruhe. Claro, kein Thema. Hast du gehört, Olli? Bald können wir wieder rausgehen und Spaß haben. Ja. Ich ziehe mal weiter. Bis später, ihr beiden. Alles klar, Doc. Klar, Doc. Ich bleibe noch ein bisschen hier. Lasst euch Zeit. Ach ja. Ich habe das Gefühl, das war für die jetzt auch so ein bisschen die Live-Lesson. Ich glaube, die verstehen sich jetzt letztendlich immer ein bisschen besser. Warum werden wir angerufen? Von wem? Hallo? Ich grüße dich, hart arbeitender Mitbürger. Hallo, Karl. Ich wollte mal hören, wie es läuft. Ich kann halt nicht lange ohne euch. Alles in Ordnung soweit. Allein wenig angespannt. Ich bin auch gerade noch mitten in einer Behandlung. Lass uns gerne mal in Ruhe sprechen. Das ist ein famoser Vorschlag. Ich sitze hier gerade und trinke gemütlich einen Kaffee. Und da ist mir die Lust nach einer Unternehmung gekommen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Wenn es dir zeitlich passt, triff mich nach der Arbeit beim Supermarkt. Beim Supermarkt? Yep, dann erkläre ich dir alles. Ich muss dann auch mal auflegen. Du weißt schon, viel zu tun und so. Was ein Typ, ne? Was ein Typ. Oh, aber voll cool, dann kommen wir endlich mal in den Supermarkt. Das ist eigentlich nicht schlecht. Okay, warte mal. Wollen wir jetzt zu Irma? Die wird wahrscheinlich wieder die längste Story der Welt erzählen, aber ja, klar, warum nicht? Kann sein, dass wieder eine lange Folge wird dann. Also gehen wir da mal hin. Hallo, Irma. Guten Tag, Irma. Wie... Es wird bald schneien. Pünktlich zum Winterschlaffest. Meinen Sie? Nein. Ich weiß es. Das spüre ich in all meinen Gliedern. So fühlt es sich immer an, wenn es beginnt zu schneien. So fühlt sich der erste Tag des Winters an. Tut mir leid, ich bin heute etwas wehmütig. Meine nette Zimmerpartnerin wurde heute Morgen entlassen. Da fühlte ich mich gerade ein wenig einsam. Wie geht es Ihnen, Finlay? Alles wie immer. Sie sehen bedrückt aus. Das ist nur der ganze normale Alltag. So, so. Ich könnte sie in meiner kurzen Geschichte aufheitern. Die gute alte kurze Geschichte, also wieder. Ja, komm, hören wir uns sie an.
Wollen Sie mir nicht erst erzählen, wie es Ihnen heute geht? Ach, das hat Zeit. Hätten Sie ein paar Minütchen? Na komm, wird wieder eine lange Folge heute. Wollen Sie sich vielleicht noch vorher einen Tee machen? Ein bisschen Zeit für Gemütlichkeit muss sein bei diesem Wetterchen. Danke, es geht schon so. Ich bin warm gelaufen. Nun gut. Lassen Sie mich kurz einen Anfang finden. Lange Folge. Bevor der kleine Giolino geboren wurde, bin ich viel herumgekommen. Als ich jung war, habe ich eine Ausbildung gemacht und hatte ein kleines Zimmer in Sandalwood. An einem schönen Frühlingsmorgen bin ich über einen kleinen gemütlichen Flohmarkt geschlendert. Ich fand dort einen wunderschönen alten Globus. Ich habe ihn mir direkt gekauft. Ich habe ihn in mein Zimmer gestellt und habe mir etwas fest vorgenommen. Ich wollte jeden Ort auf diesem Globus im echten Leben besuchen. Also machte ich mich auf den Weg. Ich packte ein bisschen Kleidung ein. Ein kleiner Snack durfte natürlich auch nicht fehlen. Dazu mein Reisejournal, um meine Reise festzuhalten. Und dann natürlich drei Glückswürfel. Ich hatte damals nicht viel Geld, also kam es mir ganz gelegen, nur mit dem Nötigsten klarzukommen. An einem kühlen Frühlingsmorgen machte ich mich auf den Weg. Nach den ersten paar Ländergrenzen knurrte der Magen. Wie klein sind die Länder hier? Ich hatte natürlich auch kein Geld mehr, aber ich hatte meine Glückswürfel dabei. Ich betrat ein luxuriöses Restaurant mit dem besten Essen des Landes. Die Inhaberin ließ sich auf eine Wette ein. Würfelte ich eine höhere Zahl als sie, ginge das Essen aufs Haus. Ich verlor. Oh. Ein ganzes Jahr musste ich für sie in der Küche schuften. Was war das für teures Essen? Ebenso habe ich ihr meine Glückswürfel versprochen. Nach einem Jahr harter Arbeit hatte ich mich im Restaurant zur Mitgeschäftsführerin hochgearbeitet. Ach, was ein Quatsch schon wieder. Meine Reise war aber noch nicht vorbei. Mehr als satt machte ich mich wieder auf den Weg. Geld brauchte ich nicht. Ich verließ mich auf meine Intuition. Oh Gott, ich kann es immer nicht aussprechen. Und auf meine beiden Glückswürfel. Es war tiefster Winter und meine Schuhe waren nicht ganz dicht. Also rief ich ein Taxi. Der Taxifahrer ließ sich auf eine Wette ein. Würfelte ich die gleiche Zahl wie er, dann würde er mich umsonst mitnehmen. Wohin ich nur wollte und wie lange ich nur wollte. Ich würfelte und verlor. Oh. Nun hatte ich einen neuen Chef. Sein Name war Gilbert. Ah, 2 Jahre habe ich die Leute durch das ganze Land gefahren. Leider konnte ich nur selten mit aussteigen. Aber es war eigentlich ziemlich schön, denn Gilbert und ich mochten uns sehr. Nach 2 Jahren lösten wir das Taxiunternehmen auf und kamen mit auf die Reise. Der zweite Glückswürfel hing immer am Rückspiegel meines Taxis. Nach vielen Reisen kamen wir in ein verträumtes Städtchen namens Porcupine. Ich hatte Geburtstag und wir wollten diesen Anlass in einer alten Taverne feiern. Wir hatten viel Spaß und es war eine lange Nacht. Der Kneipenwirt war alt und wir kamen ins Gespräch. Er ließ sich auf eine Wette ein. Würfelten wir mit unserem Glückswürfel 3-mal die gleiche Zahl, dann würde er uns die alte Taverne überlassen. Beim 3. Wurf fiel der Würfel jedoch vom Tisch. Gilbert wollte ihn aufheben und knallte dabei mit dem Hinterkopf gegen eine Lampe. Er hatte mehrere Wochen im St. Urselat verbracht. Damals war das Krankenhaus noch ziemlich neu, wissen Sie? Als er wieder fit wurde, nahm er meine Hand. Wir schauten uns an und hatten beide den gleichen Gedanken. Wir wollten hier bleiben. In unserem kleinen Porcupine. Für immer. Wir kratzten unser Erspartes zusammen, wir arbeiteten hart und nach 3 Jahren hatten wir genug Geld, um die kleine Taverne zu kaufen. Ja, so war das. Man sollte sich nicht immer auf sein Glück verlassen. Aber es tut nicht weh, es mal zu versuchen. Zumindest meistens nicht. Sie sind wirklich viel herumgekommen, Irma. Oh, das war eine süße Story. Die hat mir sehr gefallen. Die war cool. Vor allem die Message stand da jetzt am Ende. Sehr cool. Gut, mal wieder eine lange Folge, wie gesagt. Die Irma schafft hier die langen Folgen an. Könnt ihr euch bei ihr bedanken. Ich würde sagen, wir untersuchen sie dann in der nächsten Folge. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann schaltet das nächste Mal wieder ein bei Fall of Porcupine. Habt noch einen wunderschönen herzlichen Tag nach der Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye!